nach wie vor bei mir auf einem halberfrorenen Parkplatz in Wien, Favoriten Daniel Matasch. Und was zur Hölle hast du in deiner rechten Hand? Sind das Mentos? Was ist da dazwischen? Was ist das? Das sind jetzt mittlerweile insgesamt 10 Mentos hineingeklebt in einen Cola-Verschluss. Und wir werden jetzt gleich mal probieren, ob man wirklich eine Cola-Light-Bombe nur mit Mentos und Cola-Light basteln kann. Das heißt, ich werde diese 10 Mentos jetzt gleich langsam und vorsichtig da reinschrauben, den Verschluss gut zumachen, bisschen schütteln und dann einfach die Flasche mit dem Verschluss zuerst auf den Boden werfen. Und dann sollte sie auch schon weit abgehen. Wir werden es gleich sehen. Also eine Mischung aus Mondrakete, Space Explorer und Cola-Bombe. Zum Glück hast du eine Regenjacke an und ich nicht. Ich drücke dir trotzdem die Daumen. Dann bring dich in Sicherheit auf. Los geht's los. So. Ja, also 10 Mentos in eine Flasche. Wie wäre es, wenn du noch ein paar Schritte zurückgehst, Daniel, damit wir nicht direkt betroffen sind vom Urknall, möchte ich fast sagen. Die Mentos berühren das Cola gerade nicht. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass Daniel Matasch die Flasche genau richtig schüttelt und dann möglichst senkrecht auf den Boden knallt. Er traut sich einiges. Er schüttelt noch immer. Zack! Und wieder nichts. Das war es nicht.